Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über symmetrische Irrfahrten auf den ganzen Zahlen. Heute geht es um sogenannte Leiterzeitpunkte und ich werde gleich sagen, was solche Leiterzeitpunkte sind. Auch bei diesem Video wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle pausieren und Bleistift und Papier zur Hand nehmen müssen, aber nachhaltiges Wissen in der Mathematik erwirbt man sich am besten, indem man eigene Überlegungen anstellt. Wie bei den anderen Videos über Irrfahrten ist der Ausgangspunkt eine Folge unabhängiger Zufallsvariablen, die jeweils die Werte plus und minus 1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1/2 annehmen. Wir setzen S0 gleich 0 und für jedes L größer gleich 1 sei SL die Summe der ersten L dieser Zufallsvariablen. Den Verlauf von Irrfahrten veranschaulichen wir wieder in einem rechtwinkligen Koordinatensystem, wobei horizontal die in Einserschritten gemessene Zeit und auf der vertikalen Achse die Höhe der Irrfahrt aufgetragen wird. Die Irrfahrt selbst ist durch die Punkte L, SL mit L größer gleich 0 gegeben. Dabei werden die einzelnen Punkte durch Linien zu einem Polygonzug ergänzt. Ich zeige gleich ein Beispiel dazu. Doch zunächst zum Begriff Leiter. Wir stellen uns die links stehenden ganzen Zahlen als durchnummerierte Sprossen auf einer beidseits unendlichen Leiter vor. Die Sprosse 0 ist in der Höhe der eingezeichneten Achse und das hier ist die Höhe 1. Wir fragen uns, wie viele Schritte benötigt die Irrfahrt, um die Höhe 1 und damit die eingezeichnete Leitersprosse zu erreichen. Es kann natürlich schon nach einem Schritt passieren, aber es kann unter Umständen auch beliebig lange dauern. Bei dieser Irrfahrt hier ist die Höhe 1 nach 3 Schritten erreicht und wir bezeichnen allgemein die Anzahl der Schritte, bis die Höhe 1 erreicht ist, mit V1. Jetzt sehen wir uns die nächste Leitersprosse, also die Höhe 2, an. Diese Höhe wird bei dieser Irrfahrt schon nach einem weiteren Schritt erreicht. Allgemein modelliere die Zufallsvariable V2 die Anzahl der Schritte, bis zum ersten Mal die Höhe 2 erreicht wird. Und so geht es weiter. Hier ist die Höhe 3 und diese Irrfahrt benötigt einige weitere Schritte, um erstmals diese Höhe zu erreichen. Die in der Anzahl der Wegschritte gemessene Zeit bis zum erstmaligen Erreichen der Höhe 3 sei V3. Sehen wir uns noch die Höhe 4 an. Diese wird erstmalig zum Zeitpunkt V4 erreicht. Was ich jetzt markiere, sind die sogenannten Leiterepochen. D1 ist gleich V1 und für J größer gleich 2 ist DJ die Mindestanzahl der Schritte, die die Irrfahrt benötigt, um vom erstmaligen Erreichen der Höhe J-1 zur Höhe J zu gelangen. Allgemein ist VK das kleinste L mit SL gleich K. Das ist der sogenannte Karte Leiterzeitpunkt und den kann man für jede natürliche Zahl K definieren. Man beachte, dass VK als Infimum über die leere Menge gleich unendlich sein kann, denn die Irrfahrt kann unter Umständen nie die Höhe K erreichen. Wir werden sehen, dass dieser Fall aber nur mit Wahrscheinlichkeit 0 eintritt. Die Leiterepochen sind die Differenzen aufeinander folgender VK, wobei V0 als 0 definiert wird. Es gilt nun Folgendes, was ich nicht beweisen werde, was aber intuitiv klar sein sollte. Die Leiterepochen sind stochastisch unabhängig und sie besitzen alle die gleiche Verteilung wie die erste Leiterzeit V1. Hat nämlich die Irrfahrt erstmalig die Höhe 1 erreicht, so startet sie wegen der Unabhängigkeit und gleichen Verteilung aller xj von dort aus quasi wie neu geboren. Und von dort die Höhe 2 zu erreichen, ist die gleiche Situation wie vom Ursprung aus die Höhe 1 zu erreichen. Gleiches gilt allgemein für die Situation, von der Höhe j ausgehend die Höhe j+1 zu erreichen. Der Leiterzeit V1 kommt also eine besondere Bedeutung zu, und ich nehme die Definition von V1 auf die nächste Folie. Für diese Leiterzeit gilt nun Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Höhe 1 erstmalig nach 2n+1 Schritten erreicht wird, ist dieser Ausdruck.
Man beachte, dass V1 nur ungerade Werte annehmen kann. Hieraus folgt, dass die Höhe 1 mit Wahrscheinlichkeit 1 in endlicher Zeit erreicht wird. Das ist nicht überraschend, aber dass der Erwartungswert von V1 unendlich ist, lässt aufhorchen. Warum lässt das aufhorchen? Interpretiert man eine 1 als Treffer und eine minus 1 als Niete, so stellt die Irrfahrt eine Folge von unabhängigen, gleichartigen Bernoulli-Versuchen dar und in dieser Interpretation ist V1 die Anzahl der Versuche, bis zum ersten Mal mehr Treffer als Nieten aufgetreten sind. Im Mittel benötigt man dafür also unendlich viele Versuche und das ist schon ziemlich krass. Es ist aber überhaupt nicht überraschend, wenn man schon weiß, dass die erste Wiederkehrzeit, also die Anzahl der Schritte, bis die Irrfahrt wieder die Höhe 0 erreicht, einen unendlichen Erwartungswert besitzt. Hierzu gibt es ein eigenes Video. Die Zufallsgröße 1 plus V1 besitzt nämlich die gleiche Verteilung wie diese mit W bezeichnete Erstwiederkehrzeit. Warum? Nun, nach einem Schritt ist die Irrfahrt entweder in der Höhe 1 oder in der Höhe minus 1. Danach muss sie die Leiter entweder um eine Stufe hinab bzw. hinaufsteigen, um die Höhe 0 zu erreichen. In jedem dieser beiden Fälle ist die Anzahl der dazu benötigten Schritte aus Symmetriegründen verteilt wie V1. Sehen wir uns den Beweis von Teil A an. Hier empfiehlt es sich, die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, dass V1 größer oder gleich 2n plus 1 ist, denn dieses Ereignis ist gleichbedeutend damit, dass die Irrfahrt bis einschließlich zur Zeit 2n nur Werte kleiner gleich 0 annimmt. Nach dem Hauptlemma über Irrfahrten, über das ich ein eigenes Video gemacht habe, ist diese Wahrscheinlichkeit durch diesen Ausdruck gegeben. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist die Differenz zweier solcher größer Gleichwahrscheinlichkeiten. Und wenn man hier ein wenig rechnet, ergibt sich Teil A des Satzes. Um B zu zeigen, muss man nur beachten, dass diese Wahrscheinlichkeit gleich diesem Grenzwert ist, weil Wahrscheinlichkeitsmaße stetig von oben sind. Dieser Grenzwert, also der Grenzwert dieses Quotienten hier für n gegen unendlich, ist aber gleich 0 und die Begründung hierfür erfolgt beim Beweis von C. Wie rechnet man den Erwartungswert von V1 aus? Nun als Summe über alle nicht negativen ganzen Zahlen n von 2n plus 1 hier mal dieser Wahrscheinlichkeit. Da 2n plus 1 durch 2 mal n plus 1 in Klammern gegen 1 konvergiert, kommt es auf den Quotienten 2n über n geteilt durch 2 hoch 2n an und dass der Erwartungswert von V1 unendlich ist, folgt daraus, dass dieser Quotient beim Grenzübergang n gegen unendlich asymptotisch gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus Pi mal n ist. Das ist zum Beispiel eine Folgerung aus der Produktdarstellung für Pi, über die ich ein eigenes Video gemacht habe. Da die Reihe über 1 durch Wurzel n divergiert, ist C gezeigt. Teil D haben wir schon vorab eingesehen. Wir kommen jetzt zu einem allgemeineren Ergebnis, nämlich zur Verteilung von Vk für allgemeines k. Hier noch einmal die Definition von Vk. Und es gilt folgendes Resultat. Sind k und n natürliche Zahlen mit gleicher Parität, also entweder beide gerade oder beide ungerade, so gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass vk gleich n ist, ist dieser Ausdruck und das gilt für jedes n größer gleich k. Der Beweis ist nicht schwierig, man muss aber etwas über das mit mn bezeichnete Maximum der Höhen der Irrfahrt bis zur Zeit n wissen. Entscheidend ist folgender Zusammenhang zwischen vk und mn. Die k-te Leiterzeit ist genau dann höchstens gleich n, wenn die maximale Höhe der Irrfahrt bis zur Zeit n mindestens gleich k ist. Diese beiden Ereignisse sind also gleich. Ich verwende jetzt
dass sich diese Wahrscheinlichkeit in dieser Form darstellen lässt. Auch hierzu gibt es ein eigenes Video über die Verteilung von Mn. Damit können wir wie folgt weitermachen. Die uns interessierende Wahrscheinlichkeit ist zunächst die Differenz dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Nach dem, was im blauen Kästchen steht, ist die erste Wahrscheinlichkeit gleich dieser Wahrscheinlichkeit und für die zweite Wahrscheinlichkeit müssen wir im Kästchen nur n durch n-1 ersetzen und erhalten diese Wahrscheinlichkeit. Für die beiden letzten Wahrscheinlichkeiten setzen wir jeweils ein, was hier im beigen Kästchen steht. Und zwar einmal für n und einmal für n-1. Wenn man die Terme mit dem Faktor 2 zusammenfasst, ergibt sich das hier. Und diese letzte Wahrscheinlichkeit ist gleich 0, weil n-1 und k nicht die gleiche Parität besitzen. Um etwas über diese Differenz hier auszusagen, zerlegen wir das Ereignis Sn größer gleich k danach, ob xn gleich 1 oder xn gleich minus 1 gilt. Das liefert diese Gleichung. Die Wahrscheinlichkeit, dass xn gleich 1 ist, ist 1/2 und unter dieser Bedingung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sn größer gleich k ist, gleich der Wahrscheinlichkeit, dass Sn minus 1 größer gleich k minus 1 ist, denn Sn ist ja Sn minus 1 plus xn. In gleicher Weise ist diese Wahrscheinlichkeit hier gleich 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit, dass Sn minus 1 größer gleich k plus 1 ist. Genauso verfahren wir jetzt mit dieser Wahrscheinlichkeit hier. Durch Zerlegung danach, ob xn gleich 1 oder gleich minus 1 ist, erhalten wir diese Gleichung. Wenn wir das, was wir erhalten haben, in diese Zeile hier einsetzen, ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass vk gleich n ist, zu diesem Ausdruck. Jetzt müssen wir nur noch etwas über die Verteilung von Sn für allgemeines n wissen. Die Verteilung von Sn ist aber im Wesentlichen eine Binomialverteilung. Ich schreibe einmal oben rechts im Memo die Wahrscheinlichkeit hin, dass Sn gleich k ist. Insgesamt gibt es 2 hoch n Irrfahrten der Länge n, die alle gleich wahrscheinlich sind, deshalb der Faktor 2 hoch minus n. Wie viele Irrfahrten der Länge n gibt es, die in der Höhe k enden? Dafür müssen von insgesamt n Schritten n plus k in Klammern 1/2 ausgewählt werden, die nach oben gehen und diese Anzahl ist der Binomialkoeffizient n über n plus k 1/2. Hier geht ein, dass n und k die gleiche Parität besitzen. Wenn man dieses Resultat für die beiden in der letzten Zeile rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Wahrscheinlichkeiten verwendet und etwas rechnet, so folgt die Behauptung. Zur Veranschaulichung zeige ich einmal das Stabdiagramm der Verteilung von V3. Eine dieser Wahrscheinlichkeiten hätte man auch im Kopf ausrechnen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass V3 den kleinstmöglichen Wert 3 annimmt, ist gleich 1/2 in Klammern hoch 3 und damit 0,125, denn dafür muss die Irrfahrt zu Beginn dreimal hintereinander nach oben gehen. Wir kommen jetzt zu einem interessanten Grenzwertsatz für Leiterzeitpunkte. Für jedes positive x gilt, wenn man den Kartenleiterzeitpunkt durch k² dividiert und die Wahrscheinlichkeit betrachtet, dass dieser Quotient kleiner gleich x ist, so konvergiert diese Wahrscheinlichkeit beim Grenzübergang k gegen unendlich gegen diesen Ausdruck. Dabei bezeichnet phi die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Der Beweis erfolgt über den Zusammenhang zwischen Vk und dem Maximum der Irrfahrt. Für positives x sei nk die größte ganze Zahl kleiner oder gleich x mal k². Dann ist die interessierende Wahrscheinlichkeit gleich der Wahrscheinlichkeit, dass Vk höchstens gleich nk ist. Denn Vk nimmt nur ganzzahlige Werte an. Diese Wahrscheinlichkeit ist aber nach dem blauen Kästchen auf der vorigen Folie
gleich dieser Wahrscheinlichkeit und die ändert sich nicht, wenn wir beide Seiten der Ungleichung durch die Wurzel aus nk dividieren. Nach Definition von nk konvergiert dieser Quotient gegen 1 durch die Wurzel aus x. Jetzt machen wir uns einen Grenzwertsatz für das Maximum einer Irrfahrt der Länge n zunutze, der im Video über die Verteilung des Maximums bewiesen wurde. Diese Wahrscheinlichkeit konvergiert nämlich für n gegen unendlich gegen 2 mal phi von y minus 1. Und wenn hier größer gleich anstelle von kleiner gleich steht, so ist der Grenzwert gleich 1 minus diesem Ausdruck und damit gleich 2 mal Klammer auf 1 minus phi von y Klammer zu. Diese Konvergenz gilt auch, wenn statt y eine Folge dasteht, die gegen y konvergiert. Die Folge steht links und der Grenzwert y ist gleich 1 durch die Wurzel aus x. Damit folgt die Behauptung. Ich möchte abschließend noch etwas über die im Satz auftretende Grenzverteilung sagen, in der die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung vorkommt. Nehmen wir an, z sei eine standardnormal verteilte Zufallsvariable. Dann ist für jedes positive x die Wahrscheinlichkeit, dass 1 durch z² kleiner oder gleich x ist, nach Hochmultiplizieren mit z² und Teilen durch x gleich dieser Wahrscheinlichkeit. Wenn wir hier auf beiden Seiten die positive Wurzel bilden, ergibt sich dieses Gleichheitszeichen. Das ist aber genau der Ausdruck, der im Satz als Grenzverteilungsfunktion auftritt. Wir können also sagen, dass die Karte Leiterzeit Vk dividiert durch k² beim Grenzübergang k gegen unendlich in Verteilung gegen 1 durch z² konvergiert, wobei z eine standardnormal verteilte Zufallsvariable ist. Ich kürze einmal die Verteilungsfunktion von 1 durch z² mit L ab. Dabei steht der Buchstabe L für den französischen Mathematiker Paul Lévy. Diese Verteilung heißt nämlich Lévy-Verteilung. Die Lévy-Verteilung gehört zu einer wichtigen Familie von Verteilungen. Das sind die sogenannten stabilen Verteilungen. Die mit klein l bezeichnete Dichte der Lévy-Verteilung besitzt diese Form. Und das sind Plots der Dichte und der Verteilungsfunktion der Lévy-Verteilung. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen und Mitdenken. Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich, wie man weiß, immer dankbar.